guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist Julia Aurelia mit der Wochenbotschaft. Ich wünsche euch einen wundervollen Montagmorgen. Die Sonne ist hier gerade aufgegangen. In England ist das immer ein bisschen später als bei euch. Und ich weiß, wenn dann das Video hochgeladen ist, ist es noch später. Aber wisst, es ist hier frühe Morgenstund. Wir räuchern mit weißem Salbei, um einmal die negativen und eher niedrig schwingenden Energien zu klären, um uns vorzubereiten hier auf die Legung. Und wie war eure Woche? Gerade die letzte Woche hat uns gezeigt, es kamen extrem viele große Arkane-Karten. Ihr habt es gesehen am Mittwochs-Update, ihr habt es gesehen in der Wochenbotschaft, falls du das noch nicht gesehen hast und die Woche für dich sehr intensiv war, aus welchem Grund auch immer, schau mal in die Wochenbotschaft der letzten Woche und ins Mittwochs-Update, denn ich bin fast vom Glauben abgefallen. Also ihr habt es ja immer gemerkt, wenn ich gemischt habe, schon wieder eine große Arkane, schon wieder eine große Arkane. Die großen Arkane-Karten, das sind die bedeutenden Lebensereignisse, das sind so die schwerwiegenden Sachen und deswegen habe ich letzte Woche schon gesagt, das wird eine bedeutende Woche. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Lasst mich das gerne wissen unter den Kommentaren oder auch den Kommentaren der Videos aus der letzten Woche. Für mich ist letzte Woche etwas ganz Besonderes passiert. Und da möchte ich noch für eine Minute aus dem privaten Nähkästchen plaudern, bevor es dann hier losgeht mit den Karten. Übrigens, alle Karten, die ich benutze, schreibe ich euch unter das Video. Letzte Woche tatsächlich ist ein Baby von mir, hat das Licht der Welt erblickt. Und zwar ein Cyberbaby, wenn man so schön möchte. Nein, ich war nicht schwanger mit einem Kind, einem Menschenkind, sondern ich habe die letzten 6 Monate zusammen mit meinem Partner an einer Suchmaschine gearbeitet. Viel harte Arbeit, Stress und Schweiß ist da reingegangen und die ein oder andere Streitigkeit. Also es war wirklich schwierig, der Prozess der Entwicklung, eine unabhängige Suchmaschine von Big Tech quasi zu kreieren mit einem unabhängigen Suchindex. Also das heißt, wir nutzen wieder die großen Konzerne hier für unsere Suchergebnisse. Und dann aber auch noch zu sagen, okay, es muss privat sein, es ist ohne Zensur und jeder kann sich direkt eintragen und kann direkt gefunden werden. Und das ist letzte Woche tatsächlich online gegangen und ich bin mega stolz darauf und für all diejenigen hier bei euch, die sagen, ja, ich habe auch keinen Bock mehr, irgendwie irgendwas einzugeben in den bekannten Suchmaschinen und dann folgt mir das durch das ganze Internet, ich möchte privat sein, ich möchte auch, dass mir alles angezeigt wird, nicht, dass Suchergebnisse weggenommen werden, weil irgendjemand glaubt, das sollte nicht gezeigt werden. Dabei geht es nicht um illegalen Content, sondern es geht im Prinzip um alternative Meinungen oder Sichtweisen und teilweise tatsächlich auch um Wahrheiten. Ich habe da in den letzten 6 Monaten tatsächlich sehr viel dazu gelernt, was das alles angeht. Und wenn dich das mehr interessiert, kannst du mir auch gerne eine Nachricht schreiben. Meine E-Mail-Adresse findest du, oder beziehungsweise du kannst mir immer schreiben über meine Internetseite, die du unter diesem Video findest. Ich werde es auch nochmal in die Story packen und jeder kann sich im Prinzip jetzt kostenfrei gratis eintragen und so viele kostenfreie Einträge machen, wie du möchtest. Wenn du eine Website hast, wenn du eine Facebook-Seite hast, wenn du eine Instagram-Seite hast, was auch immer, YouTube-Video, kannst du dich auch eintragen auf Megasearch kostenfrei und kannst so viele Einträge erstellen, damit du gefunden wirst mit jedem deiner Sachen quasi, die du anbietest. Wenn ihr dazu mehr Fragen habt, und keine Sorge, ich werde das jetzt nicht vor jedem Video sagen, ich kündige es nur einmal jetzt an, weil es einfach in der letzten Woche passiert ist und wir wussten nicht genau, ob es letzte Woche jetzt passiert oder nicht und die Wochenbotschaft daher für mich wirklich auch hingehauen hat. Also schau da gerne mal rauf und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir und dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal. Also, bekommen wir bitte einmal die Energien für diese Woche, für das Seelenkollektiv. Bekommen wir bitte einmal. Ich werde auch noch dazu was in die Story packen. Das mache ich einmal. Ich packe noch ein paar Infos dazu in die Story. Und falls sich das interessiert, schau da gerne mal rein. So, ihr Engeln, Geisthelfer hier in unserer menschlichen Inkarnation und all diejenigen, die uns bedingungslos lieben. Bekommen wir bitte die Energien für diese Woche. Was begegnet uns in dieser Woche? Was begegnet uns in dieser Woche? Da haben wir einmal die 10 der Schwerter. Das ist ein Ende, ein Schlussstrich.
Und da haben wir auch schon die Sechs der Schwerter, das Auf zu neuen Ufern. Ich packe die Karten ein bisschen weiter nach oben, denn da kommen natürlich noch einige weitere Karten drunter. Von irgendwas bewegst du dich hier weg, und zwar endgültig. Ich ziehe erst alle Karten und dann geht es in die Deutung noch tiefer. Die Zehn der Stäbe, schon wieder eine Abschlusskarte. Etwas kommt hier wirklich zu einem Abschluss, was dich belastet hat. Du hast aber ganz viele Erfahrungen hier im Gepäck. Das ist alles Teil deiner Seelenentwicklung und persönlichen Weiterentwicklung hier. Bekommen wir bitte mehr Informationen für die Woche? Die Sieben der Kelche. In irgendeiner Situation gab es hier vielleicht entweder sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten. Das könnte eine Möglichkeit sein. Kann auch damit zu tun haben, dass emotionale Verwirrung hier etwas ist, was dich sehr belastet hat. Wie gesagt, wir gehen gleich in die Tiefe. Was sind die Energien für diese Woche? Und da haben wir die Hohepriesterin zusammen mit dem Herrscher. Folge deiner Intuition. Es ist in dieser Woche extrem wichtig, dass du auch darauf hörst, was die feinstoffliche Welt dir sagt. Geh auch immer wieder in die Meditation, verbinde dich mit deinem höheren Selbst, verbinde dich mit deiner geistigen Führung und dann geh in die Aktion. Der Herrscher ist das Planen, das Machen, das Strukturieren, das Tun, das in die Aktion gehen. All diese männlichen Qualitäten. Und ich habe das Gefühl, es geht hier um inspirierte Aktion. Du wirst in dieser Woche eine ganz deutliche Botschaft bekommen. Das wird so ein wahrscheinlich inneres Drücken sein, wie ich das immer nenne. Ein inneres Drücken, dieses Gefühl von, oh, ich glaube, ich muss das jetzt machen. Und dann geht dir das nicht aus dem Kopf, solange bis du es gemacht hast. Und oftmals stellt sich dann heraus, wow, ein Glück habe ich das gemacht. Ein Glück hatte ich so diesen Druck, nicht Druck von außen. Das ist dieses Innere, als ob deine Seele von innen drückt und sagt, hey, das ist die Richtung, in die du da gehst. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist die Richtung, in die du gehst. Und in dem Moment sehe ich hier den Wagen. Also, du bewegst dich hier nach vorne in irgendeiner Situation. Du bist sehr, sehr zielfokussiert. Du weißt, okay, das ist jetzt das, wohin ich gehe. Und es fühlt sich an, als ob du hier irgendetwas wirklich ein für alle Mal den Rücken kehrst und sagst, genug ist genug. Es kann eine Situation sein, wo es emotionale Verwirrung gab, wo sich jemand nicht entscheiden konnte in einer Situation. Na, gerade die Sieben der Kelche ist so dieses, okay, hier sind Angebote, wofür entscheide ich mich? Oh, ich bin verwirrt. Welchen Weg gehe ich jetzt? Ob du das bist oder ob das eine andere Person ist, ne? Es ist auf jeden Fall hier eine sehr belastende Situation, weil wir die Zehn der Stäbe hier haben. Gleichzeitig steht die Zehn der Stäbe aber auch für all deine Erfahrungen und dass du jetzt, man könnte im Prinzip sagen, die Reise der Stäbe ist eine sehr schöne Stäbe der persönlichen Weiterentwicklung, es ist auch eine Erfolgsgeschichte im Prinzip. Aber manchmal haben wir hier zu viel angenommen. So dass wir sagen müssen, okay, alles klar, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil einfach gerade zu viel los ist. Ich muss vielleicht lernen, Nein zu sagen hier. Und gerade mit dieser Energie nehme ich wahr, du lernst Nein zu sagen zu einer Situation oder Grenzen zu ziehen. Vielleicht ist es noch nicht mal eine ganz große Situation, aber dass irgendwas in dieser Woche auftaucht, wo du die Möglichkeit hast, Nein zu sagen und zu sagen, das möchte ich nicht mehr, au revoir, horridö und weg da. Und jetzt gehe ich hier nach vorne. Der Wagen als unterliegende Energie sagt mir, dass du ganz viel Willenskraft und Willensstärke hast und mit deinem Fokus jetzt wirklich nach vorne gehen kannst. Das könnte ein Umzug sein, eine Reise oder wirklich dieses in Anführungsstrichen metaphorische nach vorne gehen und zu sagen, ich gehe nach vorne, ich schaue nicht mehr zurück, ich bin bestens gerüstet für all das, was da jetzt in der Zukunft auf mich wartet. Und das ist eine Siegeskarte. Na, das ist die Karte, wo du sagen würdest, hey, ich will jetzt erfolgreich sein, ich will jetzt glücklich sein, ich habe es verdient, in der Fülle zu leben, ich habe es verdient, in der Klarheit zu leben, ich habe es verdient, dass ich Dinge loslassen darf, die mich zu sehr belasten. Und folge dieser oder beziehungsweise, wie auch immer du diesen Satz beenden möchtest, ich habe es verdient, ist, habe ich das Gefühl, in dieser Woche ganz, ganz stark hier.
Der Herrscher, es könnte natürlich hier auch um eine Seelenpartnersituation gehen oder eine Vatersituation gehen, die hier eine Rolle spielt, ne? Herrscher ist der Vater, der Seelenpartner oder dein Partner generell. Wir können mal ein bisschen weggehen, auch jetzt von dem Begriff Seelenpartner, habe ich so langsam das Gefühl, ist das Thema auch ausgelutscht. Was nicht bedeutet, dass wir nicht sehr intensive Seelenverbindungen haben. Aber ich denke mir, so langsam können wir uns auch von dem Begriff ein bisschen lösen und sagen, ja, intensive Verbindungen, einflussreiche Verbindungen hier mit dem Herrscher. Es kann sein, dass da irgendwas im Verborgenen liegt und du sagst, oh, ich habe irgendwie so ein Gefühl, ganz, ganz wichtig in dieser Woche, höre auf deine Intuition und geh in die praktische Umsetzung von dem, was du fühlst. Auch weil wir hier natürlich dieses radikale Ende sehen. Vielleicht hat hier auch ein Schlussstrich bereits stattgefunden und das ist etwas, wo du sagst, ja, da war ein radikales Ende in meiner Vergangenheit. Ich musste mich nach vorne bewegen. Ich hatte keine andere Wahl, außer zu sagen, okay, ich gehe nach vorne. Das ist eine Situation, die mich belastet, weil da so ein paar Dinge im Unklaren nach wie vor für mich sind. Aber ich höre jetzt mal auf meine Intuition, was diese Situation angeht und gehe in die Aktion. Also es wird eine Woche der Aktion, nach vorne gehen und eine Last ablegen, habe ich das Gefühl. So, jetzt lass uns mal schauen. Karten hier einmal ein bisschen mehr zur Seite. Wir gehen mal mit den Lenis rein. Kriegen wir bitte mehr Informationen hier für die 10 der Schwerter. 10 der Schwerter. Nope. Okay, dann kriegen wir gleich beide. Ich gucke mal. 10 der Schwerter, das ist die Sense, sag ich ja immer, ne? Sense, Schicht im Schacht und hier haben wir tatsächlich die Sense. Vielleicht geht es für dich um eine Ex-Situation, es geht definitiv darum, etwas loszulassen und jetzt guck dir das mal an. Da ist eine Situation und vielleicht, wie gesagt, kennst du diese Situation aus deiner Vergangenheit oder das ist etwas, was in dieser Woche passiert. Aber es gibt hier etwas, was dich durchaus belastet. Es ist Teil auch vielleicht einer karmischen Situation. Ich habe das Gefühl, was in dieser Woche passiert, ist, dass du hier nochmal etwas loslässt, was dich belastet und dich davon wegbewegst und sagst, so, damit ist jetzt ein für alle Mal Schluss. Ich trage diese Last nicht weiter mit mir, weil letzten Endes diese Last ist etwas, was alles, was du mit dir rumträgst, ist was, was sich früher oder später mental, emotional und dann körperlich durchsickert. Das ist wie so verschiedene Siebe. Na, erst ist es vielleicht was Mentales, dann geht es in die Emotionen runter, das Sieb ist dann noch, beziehungsweise das Sieb wird immer größer, sodass es dann irgendwann, oder kleiner, Moment, egal, es sickert wie durch so ein paar Siebe, bis es dann in deinem Körper ankommt und du vielleicht schon gewisse körperliche Belastungen hier hast und sagst, hey, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Nackenschmerzen, mir tun die Schultern weh, ich trage die Last auf meinen Schultern. Vielleicht hast du Herzschmerzen, weil du eine Last auf deinem Herzen trägst. Ich habe das Gefühl, in dieser Woche geht es ganz stark darum, dich zu entlasten, was dein Stresslevel angeht oder diese Belastung, die hier liegt, und eine Grenze zu ziehen und Nein zu sagen. Und damit diese karmische Situation oder karmische Lernaufgabe, die hier vielleicht liegt, abzuschließen. Auch wenn wir die Welt hier gerade nicht haben, warte mal, was haben wir hier? Königin der Münzen, Self-Care. Ja, definitiv, es geht jetzt darum, alle jetzt zu gucken, was nährt mich, was unterstützt mich, was gibt mir Stabilität und Halt. Und das muss ich auch sagen. Ich habe das Gefühl, es kommt gleichzeitig so eine Erntezeitkarte. Du könntest mit der Karte hier ebenfalls sagen, ah, okay, wir haben ja auch eine Erntezeit hier. Da ist das Heu oder, nicht das Heu, der Weizen oder das Feld wurde hier geerntet. Das hier ist auch eine Karte, wo du dich durch verschiedene Sachen durcharbeitest und all das jetzt quasi nach Hause bringst, was du geerntet hast. Das ist vielleicht gerade ein bisschen schwer, weil du eine gute Ernte hattest. Also deswegen, ne, wenn wir uns die Rider-Waite-Karte angucken, könnte man auch sagen, okay, der bringt doch gerade seine ganzen Bemühungen nach Hause. Also eine Erntezeit, habe ich das Gefühl, haben wir in dieser Woche auch. Aber es fühlt sich an, als ob du einen Kreislauf abschließt und weiterziehst. 10 der Stäbe bitte klären und die 7 der Kelche. Ja, eine Situation, wo es Komplikationen und Umwege gab, die zu Belastungen geführt haben oder wo eine Schlange, eine andere Frau, eine Rolle spielt. Eine Mutter, eine Schwester, eine Freundin, eine Rivalin, eine Ex-Frau, eine Ex-Freundin, all das ist hier eine Möglichkeit. Ich nehme die Schlange zusätzlich aber auch als Heilungsenergie wahr. Ich habe wirklich das Gefühl, du sagst, okay, hiermit ist Schluss, das lasse ich los.
Und dann lässt du diese Haut los, ne? Also die Schlange häutet sich und lässt so das Alte los. Ja. Ach, guck mal, und dann haben wir tatsächlich die Sonne hier. Es wird sich was für dich klären, was vielleicht lange im Unklaren war, oder es wird sich etwas für dich klären, wo es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Ne, 7 der Kelche, Optionen, Möglichkeiten klären sich. Ebenfalls auch hier beides Heilungsenergien. Die Schlange, weil sie sich häutet, und die Schlange natürlich auch, ne, die sich um den Stab wickelt, für die Heilung steht. Aber auch die Sonne könnte Energieheilung sein. Vielleicht hilft dir auch eine Frau in dieser Woche hier energetisch, spirituell, schamanisch zu heilen von einer Situation, wo sehr viele Belastungen sich gefühlt angehäuft haben. Abschlusskarte, 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 etwas hinter dir lassen, nach vorne gehen, nach vorne fokussieren. Hohepriesterin. Kriegen wir eine Botschaft für die Hohepriesterin? Na, Moment, das war noch nicht. Die Hohepriesterin. Na, tatsächlich haben wir hier, die beiden Karten haben sich gerade umgedreht. Wir haben hier nochmal das Schiff. Und nochmal eine männliche Person. Die männliche Person könnte aber wieder für die Energie des Mannes generell stehen. Was ich damit meine, ist diese männlichen Energien von Planen, Struktur, Ordnung, in die Aktion gehen, abgrenzen, Schutz. All das sind Sachen, die jetzt hier ebenfalls eine Möglichkeit spielen, ne? Alternativ auch hier nochmal die Möglichkeit, dass es um eine ganz bestimmte männliche Person geht. Ob ein Vater, ein Freund, ein Partner, ein Ex-Partner. Du hast auf jeden Fall zu dieser Situation ein gewisses Empfinden, ein gewisses Gefühl. Vielleicht ist auch hier eine gewisse Distanz zwischen dir und dieser Person. Das wäre ebenfalls möglich. Na, vielleicht ist die Person auch in einem komplett anderen Land. Auch das wäre hier möglich mit dem Schiff. Und ich habe das Gefühl, du wirst in dieser Woche von deiner geistigen Führung eine ganz, ganz bedeutende Botschaft hier bekommen, was diese Situation angeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie das hier aussieht, geht es darum, nach vorne zu gehen, voranzugehen. Es könnte natürlich sein, dass hier nochmal vielleicht auch ein Treffen dann in der Ferne liegt, gerade mit dieser Karte hier, mit dem Wagen. Man geht raus, man ist fokussiert. Vielleicht gehst du nochmal auf jemanden zu. Das könnte hier ebenfalls sein. Schreibst vielleicht irgendwie eine Nachricht oder. Aber ich habe das Gefühl, es geht alles darum, um irgendwas abzuschließen, weil du hier durch deinen Heilungstransformationsprozess gehst. Ich möchte nochmal, ich habe das Gefühl, lass uns mal schauen, was die Kipperkarten sagen. Im Übrigen, das ist das Deck, das hatte ich auch so ziemlich selten hier benutzt. Ich ziehe noch mal eine Zusatzkarte. Bekommen wir bitte eine Botschaft für die 10 der Schwerter, 6 der Schwerter, Sense und das Kreuz. Eine Zusatzbotschaft. Harte Arbeit. Ich habe das Gefühl, genau, Toil and Labor, das bedeutet im Prinzip Mühsal, harte Arbeit. Eine Situation war hier wirklich extrem belastend und schwer für dich. Und vielleicht musstest du dich hier durch einiges wirklich durcharbeiten. Für den einen oder anderen kann es hier auch wirklich um die Arbeit gehen, ne? Dass du sagst, boah, die Arbeit belastet mich so, das ist so anstrengend, das ist so mühsam. Ja, ich muss das jetzt hier kürzen, weil das geht schon auf mein Kreuz oder auf den Nacken, auf die Schultern, was ich gerade schon sagte. Und ich muss jetzt diesen Schlussstrich ziehen und mich davon wegbewegen, weil ansonsten mache ich mich hier selber krank. Das könnte hier sein, ne? Oder metaphorisch gesehen, das ist harte Arbeit, dass irgendeine Situation hier harte Arbeit und sehr belastend war. Sehen wir durch die anderen Karten grundsätzlich eh, ist eine schöne Zusatzbestätigung für diese Reihe. Lass uns mal reingehen in die 10 der Stäbe, 7 der Kelche, Schlange und Sonne. Kriegen wir hier eine Zusatzbotschaft? Kriegen wir bitte eine Zusatzbotschaft? 10 der Stäbe, 7 Kelche, Schlange. Und gucke mal, ist das nicht spannend? Da haben wir die reife Dame und da haben wir die Schlange. Also wir haben hier eine Bestätigung, dass es für den einen oder anderen für euch um eine Situation mit einer älteren Frau geht. Ob die jetzt, ich möchte das jetzt mal ein bisschen hier abflachen und sagen, okay, die muss jetzt nicht ganz viel älter sein, aber jemand, der hier vielleicht ein bisschen älter ist als du. Auch hier wieder eine Mutter,
vielleicht eine ältere Schwester, eine ältere Freundin. Und da könnten jetzt die zwei Möglichkeiten hier wieder sein, weil wir hier sowohl den Aspekt der Schlange haben als jemand, der hier manipuliert. Vielleicht gibt es eine Situation, die hier, wo jemand manipuliert hat. Das kommt jetzt ans Tageslicht. Da war sehr viel verwirrende Energie. Manipulationsenergie ist immer grau. Manipulationsenergie fühlt sich an wie, oh Moment mal ganz kurz, ich verstehe gerade nicht, was hier los ist. Du fühlst dich wie im Nebel, wenn manipuliert wird. Oder wenn du es ein bisschen mehr abtasten kannst energetisch, ist Manipulation immer grau. Die zeigt sich nicht als schwarz oder weiß, weil die schmuggelt sich quasi so durch. Und das heißt, wenn wir hier die Schlange haben mit dem Aspekt der Manipulation, wenn wir die Sieben der Kelche haben, das passt recht gut zusammen. Aber es wird sich etwas klären. Und diese Situation war ebenfalls mit den Zehn der Stäben sehr belastend hier. Und es kann zu tun haben, wie gesagt, mit einer Mutter, einer Schwester, gleiche Bestätigung hier. Es könnte ebenfalls sein, und das ist ebenfalls die gleiche Bestätigung, dass dir eine Frau hilft, etwas zu transformieren und zu heilen hier. Ne? Hohepriesterin, Herrscher, Schiff und Mann. Kriegen wir eine Zusatzbotschaft, bitte. Das gibt's doch nicht. Und ich raste aus. Oh Gott. Ja, ich weiß. Ich sollte das einfach nicht mehr sagen. Ihr hört das hier regelmäßig auf dem Kanal und ich mache das jetzt schon so lange und ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wie die Karten mit uns sprechen hier. Wir haben hier eine Reise und die Reise haben wir hier ebenfalls. Also vielleicht spielt eine Reise eine Rolle. Vielleicht planst du hier eine Reise, gehst in die Aktion oder eine Reise mit deinem Partner oder irgendwas mit einer männlichen Person. Das könnte natürlich etwas Zusätzliches sein, gerade wo du das hier alles beendest jetzt und sagst, okay, das ist etwas, was sich jetzt transformiert, was jetzt heilt. Ich bewege mich jetzt nach vorne und plane hier eine Reise. Ob alleine mit dem Liebsten, das könnte beides hier sein, ne? Aber mega spannend. Außerdem habe ich das Gefühl, dass eine ganz bestimmte Reise, weil wir es hier haben, auch abgeschlossen ist. Du hast gefühlt alles gelernt und wenn du das umsetzt hier und sagst, jo, okay, alles klar, ich ziehe jetzt da diesen Schlussstrich, habe ich das Gefühl, dass du eine sehr wichtige Lernaufgabe, Lernlektion hier gelernt hast. Wir ziehen jetzt noch eine Karte aus dem Krafttier-Orakel. Voilà. Was haben wir denn da? Den Hirsch. Ja, übernimm die Führung. Übernimm die Führung. Mit dem Hirsch ist im Prinzip diese Energie vom Herrscher. Führung übernehmen, Autorität. Also abgesehen davon, dass es natürlich jemand sein könnte wie ein Vater oder eine andere Person, ist das aber die Energie, wo ich sagen würde, okay, das ist die Herrscherenergie. In die Verantwortung gehen, in die Führung gehen, eine Führungsposition übernehmen, in die Aktion gehen, mit irgendwas wirklich zu sagen, okay, ich nehme das jetzt selber in die Hand. Und da auch hier sehr schöne Zusatzbotschaft, wird es in dieser Woche für dich darum gehen, etwas wirklich hier in die Hand zu nehmen und in die Aktion zu gehen. Diese Karte lässt sich reduzieren auf 24. 24 sind die Liebenden im Lenormand. Und die Liebenden ist die Energie von einer Entscheidung treffen aus Liebe, aus Selbstliebe. Es kann um eine ganz signifikante Beziehung und um eine Partnerschaft gehen. Ja, das könnte ebenfalls sein. Aber mit all den Karten, wie sie hier liegen, nehme ich extrem wahr, dass du eine Entscheidung triffst aus Selbstliebe und in die Führung gehst damit. Zu guter Letzt. Ich weiß, es wird tatsächlich heute gerade ein bisschen länger, ne? Aber mir hat dieses Format ganz gut gefallen. Lass es mich doch gerne mal wissen unter diesem Video. Denn normalerweise haben wir hier immer die Tarotkarten mit den Lenis. Wie gefallen dir die Zusatzkarten mit dem Kipper? Sagst du, yo, nochmal schöne Zusatzinfo oder kann ich auch darauf verzichten? Ihr wisst ja, ich experimentiere gerne hier auf dem Kanal ein bisschen. Aber mir hat das jetzt ganz gut gefallen. Lasst mich gerne wissen, wie euch die Erweiterung hier gefallen hat. Ich ziehe eine Göttin. Welche Göttin unterstützt uns in dieser Woche, in diesem Prozess? Diese Karte möchte raus. Guck, ich sag's nicht mehr. Wir haben Ostara. Moment, der wievielte ist denn heute? Es ist der 14. Das heißt, die Woche geht vom 14. bis zum 20. bis zum Frühlingsbeginn. Und hier haben wir den Neubeginn. Oh Mann, ey, ist das schön. Wo packe ich die Karte hin? Ich möchte gerne, dass ihr die sehen könnt. Ich packe sie jetzt einfach mal hier rauf. So, da, da, da. Übrigens, wenn du Lust hast auf regelmäßige Tageskarten, nicht jeden Tag, aber
ja, regelmäßig, dann schau doch gerne auch auf dem Telegram-Kanal vorbei, denn dort poste ich in regelmäßigen Abständen immer Tageskarten, ob jetzt mit dem Krafttier-Orakel oder mit anderen Orakelkarten. Und dadurch entwickeln sich tatsächlich immer sehr schöne Kommunikation auch auf dem Kanal. Also schau gerne mal rauf, der Link ist unter diesem Video. Ich lese dir jetzt nochmal die Botschaft von Ostara vor. Uno momento, por favor. Die Kraftbotschaft. Überall in deinem Leben erwachen jetzt Hoffnung und neue Lebensgeister. Und das ist etwas, was es zu feiern gilt. Mit ihrem Frühlingsgesang schenkt Ostara dir die Gewissheit, dass deine Pläne lange genug im Winterschlaf gelegen haben. Wenn sie mit der befruchtenden Kraft des kommenden Frühjahrs in Erscheinung tritt, was jetzt tatsächlich am Ende der Woche ist, 21. ist es, glaube ich, ne, Frühlingsanfang, also im Prinzip dann in einer Woche Montag, aber wie passend, kannst du spüren, sorry für die Unterbrechung, wie auch in dir die Energie zur Verwirklichung neuer Ideen aufsteigt. Das Gefühl der Neuheit durchdringt jetzt all deine Lebensbereiche und du spürst die Kraft und Fähigkeit in dir, vieles zu erreichen. Wie aus dem Nichts stellen sich neue Möglichkeiten ein und scheinen dir nur so in den Schoß zu fallen. Du bist wahrhaft bereit für den Erfolg, in welche Richtung dein Interesse auch gehen mag. Nimm neue Erfahrungen als das, was sie sind, in denen du den Anfängergeist wahrst, bleibst du offen für das, was das Leben dir zu bieten hat und wirst froh darüber sein. Genieße diese wunderbare Zeit des Neubeginns und heiße die Gaben willkommen, die Ostara für dich bereithält. Es gibt noch eine Heilungsbotschaft. Richte den Blick auf das Potenzial, das sich in vielversprechenden Begegnungen und Gelegenheiten verbirgt. Die Schwierigkeiten beginnen dann, wenn du glaubst, den Gang der Dinge schon zu kennen. Du läufst dann Gefahr, überstürzt zu handeln oder eine großartige Erfahrung zu versäumen, die unmittelbar vor dir liegt, weil du in die falsche Richtung schaust. Entscheidend ist jetzt nicht, ob etwas klappt, sondern ob du offen dafür bist, neue Erfahrungen zu machen. Wir sind am Leben, um zu lernen, und jetzt besteht deine Heilungsaufgabe darin, ganz mit dem zu sein, was ist, denn es ist perfekt, so wie es ist. Betrachte die Lektionen, die sich dir in deinem Leben stellen und die Art, wie sie sich wiederholen. Wenn du das verstehst, dann verstehst du auch, wie die Situation zustande gekommen ist. Wenn du das verstehst, dann verstehst du auch, wie die Situation zustande gekommen ist, in der du dich jetzt befindest. Alles zielt auf neues Leben und selbst Missgriffe können sich in Wunder verwandeln. Vertraue darauf, dass Ostara, die Göttin der Morgenröte, aus gutem Grund Licht und Hoffnung in dein Herz pflanzt. Auch wenn das Ergebnis nicht deinen Erwartungen entspricht, so ist es doch immer voller Schönheit. Morgenröte, und habe ich nicht gerade gesagt, hier ist gerade die Sonne aufgegangen, als ich angefangen habe, vor einer halben Stunde ungefähr. Was für eine wundervolle Botschaft hier, um diese Legung abzurunden. Und wie passend, da wir jetzt wirklich gerade den Neubeginn haben mit dem Frühlingsanfang, der jetzt endlich bevorsteht. Und wisst ihr was? Wir machen eine Meditation, ihr Lieben. Ich bekomme bald schnelles Internet hier. Ich habe tatsächlich noch kein super mega schnelles Internet hier. Ne? Und das als YouTuber. Ich sage jetzt alles manchmal hier mehr provisorisch, als man denkt. Aber ich möchte tatsächlich eine Meditation machen. Und ich möchte die Meditation von Ostara und dem Neubeginn im Herzen machen. Und ich würde sagen, wir machen es einfach hier auf dem Kanal. Das letzte Mal, als ich hier auf YouTube eine Meditation gemacht habe, war es leider so, dass es hin und wieder geruckelt hat, weil die Verbindung über YouTube nicht gehalten hat. Es war nicht wirklich von meiner Seite aus. Ich hatte vollen Empfang. Aber ich versuche es einfach, weil ich euch da gerne alle jetzt hier einmal mit einbeziehen möchte. Und lasst es mich doch mal unter diesem Video auch wissen, ob heute Abend für euch ein guter Zeitpunkt wäre. In der Regel mache ich es so, dass ich immer um 20 Uhr deutscher Zeit sage. Das ist 7 Uhr meine Zeit, weil dann kann es so richtig schön den Abschluss war. Also dann ist es richtig schön der Abschluss. Wenn du sagst, hey, können wir das nicht auch mal auf morgen machen?
können wir das natürlich auch für den Start des Tages machen. Lasst mich das gerne wissen. Dann werde ich hier das auch nochmal ankündigen in den, man kann ja auch immer auf YouTube eine Story posten und man kann immer auch einen Post posten. Haltet dafür also die Augen offen und kommen in die Telegram-Gruppe, weil da werde ich dann auch nochmal ankündigen, wann wir das letzten Endes machen. Und wie gesagt, schreib mir gerne einmal rein, ob du diese Meditation gerne mal für den Tagesanfang möchtest oder lieber für den Abend. Und dann machen wir das in dieser Woche, würde ich sagen, die Ostara-Meditation. Ich freue mich mega. Mega. Dieses Wort in den letzten 6 Wochen, Monaten ist tatsächlich für mich zum kleinen Insider jetzt geworden. Aber es wird tatsächlich sehr häufig genutzt, ne? In Deutsch. Wir sagen das immer mega. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für euer Sein, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen, motiviert, inspiriert für die Woche. Alle Infos unter diesem Video, wie du mit mir in den Kontakt treten kannst, wo du mich noch findest. Und ich freue mich sehr auf euer Feedback, auch jetzt für die Ostara-Meditation. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Video.